Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Heute geht es nämlich um ein bisschen anderes Video. Ich habe nämlich das Schar des Zorns Mount bekommen nach über 6000 Tries. Ich hatte ja schon zu den anderen World Boss Mounts jeweils ein Video gemacht, wo ich die Drops gekriegt habe. Und ja, dann dachte ich mir jetzt auch zum Schar-Mount. Das Ganze habe ich schon vor fast 2 Monaten gekriegt. Ich wollte erst kein Video basteln, wurde jetzt aber genötigt und dachte mir, komm, jetzt hast du Zeit, machst du was dazu. Erstmal will ich euch zeigen, wo es den Schar des Zorns gibt. Und zwar für die Leute, die das nicht kennen. Es gibt einen World Boss in Mists of Pandaria. Und zwar befindet der sich einmal hier in Pandaria und dann im Kunlai-Gipfel. Und seit, ich glaube, Mitte Legion haben die das geändert, dass er nur noch an einem Spawnpunkt spawnt. Und zwar etwa hier auf den Koordinaten 54, 62. Und dort spawnt der Schar des Zorns jede Viertelstunde. Hier ist eigentlich immer irgendjemand, der ihn umhaut. Man kann ihn easy mit einem Max-Level-Schar alleine umhauen. Und zu einer sehr, 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 sehr geringen Chance. Früher war auf WoW, glaube ich, 0,05 gestanden. Kann dieses Mount droppen und die ganze Geschichte kann man einmal die Woche machen. Also es hat quasi eine Lockout-ID. Und hier seht ihr, spawnt er gerade auch schon. Heißt, mit einem Char könnt ihr das einmal die Woche machen. Ich habe das jetzt am Ende mit insgesamt, ich glaube, es waren 84 oder 85 Chars. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also mit einem ganzen Haufen. Ich habe ja 2 WoW-Accounts und deswegen habe ich das immer nebenbei gefarmt. Heißt, auf dem Main-WoW-Account habe ich irgendwas gespielt. Zum Beispiel Raid oder so. Und dann quasi den zweiten Account nebenbei hier stehen lassen. Und wenn er dann kam, einmal draufgeschottet quasi, dass er angetaggt ist für mich und dann gehofft, dass ich es Mount gekriegt habe. Und ja, das habe ich jetzt insgesamt, was sind das jetzt, über 5 Jahre, habe ich das am Anfang erst mit ein paar weniger Chars gemacht und dann mit immer mehr Chars, um irgendwann mal das Mount zu kriegen. Und jetzt nach 6200 ein paar zerhackten Tries hatte ich ihn jetzt endlich, also doch nach einer langen Zeit. Und ihr seht, hier kann man auch, ich habe sogar noch Bonus-Rolls, den Schar des Zorns kann man, beziehungsweise seinen Mount, kann man im Bonus-Roll tatsächlich erhalten. Jetzt rollen wir hier einfach mal drauf. Beute, vielleicht ist ja nochmal ein Mount drin. Nein, natürlich nicht. Und ja, heißt, ihr könnt insgesamt 4 Mounts durch Bonus-Rolls erhalten. Das sind die 4 World Boss Mounts, die man in Mists of Pandaria bekommt und keine anderen. So, die meisten Leute sind jetzt wahrscheinlich hier wegen der Kill-Reaktion. Das ist der Grund, warum ich ursprünglich das Video nicht machen wollte. Die ist nicht sonderlich spektakulär. Ihr kennt vielleicht noch die Kill-Reaktion von Ruckma, wo ich rumgeschrien habe und hier Gläser umgeschmissen habe und solche Geschichten. Das war dieses Mal nicht der Fall. So ein kleiner Disclaimer am Anfang, bevor ich euch die Sequenz reinstelle. Ich war da gerade bei einer neuen Raid-Gilde ganz frisch dran, war relativ müde, weil kurz nach dem Urlaub, wo ich mal wieder nicht rechtzeitig ins Bett gegangen bin und dementsprechend war ich ein bisschen müde und war noch im Raid, deswegen ist die Reaktion ein bisschen geringer ausgefallen, als vielleicht der ein oder andere sich vorstellt. Will jetzt aber nicht mehr dazu sagen. Ich schneide es euch hier mit rein. Verabschiede mich an der Stelle schon mal. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gibt noch. Soll ich ihn killen? Ja, ja, mach. Ja, mach doch. Man ist einmal gut im Schaden. Oder ein. Das war knapp. LOL. Das oh, das war nicht da. Riff mein mit 10k DPS Abstand Server First Lock. Ich hab das Schar-Mount, nice. Danke. Nee, da hab ich jetzt 6000 Tries gebraucht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Dispel nicht da war. Ja, es liefen die 10 Sekunden komplett aus. Ich bin ja Ah, gut, dass ich es mir nicht gekauft habe. Gut, dass ich es mir nicht gekauft habe. Schade, das Zorns-Mount einfach drin. Pech gehabt. Ja, gut. Wir können halt ich nicht glaube, alle du kannst dich aber auch selbst bestellen, oder? Geht das nicht? Also das war vor 3 Tagen. Wenn ich da scheiße bin, kann ich das nicht machen. Es wird bitte auch keiner selbst dispellt, weil die Healer das regeln müssen, nicht dass da zu viel Schaden reinkommt. Schau's dir an. Das ist schon geplant, dass 6k Tries dispellen. Und wenn man dann 10 Sekunden drin ist, dann ist halt mal so. Ich konnte es gerade nicht fassen, ich konnte jetzt im Raid nicht rumschreien.